Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Herzlich willkommen in unserer Jodde hier auf dem Hof. Heute habe ich vor, euch ein Chili zu kochen. Das ist jetzt Abendessen für unsere Familie heute. Und ich habe gedacht, auf dem Feuer kochen macht Spaß. Bin kürzlich auch gefragt worden, ob ich auch am Herd kochen kann. Am liebsten koche ich auf dem Feuer. Und während das jetzt so langsam dann auch anfängt, hier ein bisschen Wärme zu entwickeln, zeige ich euch einfach, was mir alles für das Chili con Carne brauche. So, dann haben wir erstmal für das Chili haben wir mitgebracht die Tomatensoße, die rote Kidneybohne, Spitzpaprika haben wir noch dabei, Salz und Pfeffer. Brauchen wir entsprechend ganz wichtig natürlich der Chili, der rein muss. Falls es uns jetzt scharf genug ist, haben wir noch scharfe Paprika, könnte man auch scharfes Chili nehmen, aber das wird dann für meine Kinder dann doch zu heftig. Man glaubt es nicht wirklich, aber Zimt, Stangezimt, gehört noch ein bisschen was rein und Zwiebeln und Knoblauch haben wir jetzt. Genau, und daraus machen wir natürlich hier, beinahe hätte ich es vergessen, das Fleisch natürlich noch. So, inzwischen ist der Tim noch dazugekommen hier zum Chili kochen. Wir werden das Chili in diesem 6 Liter Dutch Oven hier kochen. Da geht auch jeder andere Topf, aber so ein gusseiserner Topf, der ist einfach für was, wo einfach lang auf schwacher Hitze garen muss. Ist einfach so ein gusseiserner Topf hier, ein Dutch Oven, eigentlich hervorragend geeignet. Der Deckel schließt auch dicht, also man kann es wirklich schön vor sich hin köcheln lassen. Das passt perfekt. Und wir fangen jetzt als erstes fangen wir an, indem wir die Zwiebeln und der Knoblauch klein schneide und dann im Dutch Oven andünste. Als nächstes können wir dann Sackfleisch reintun. Das wird dann auch noch angebraten, ein bisschen klein gedrückt, sodass es nachher ganz blühend ist. Mach das rein und dann kann es einfach verdrücken. So, wir haben jetzt die Zwiebeln und den Knoblauch drin im Topf und haben jetzt das Hackfleisch drin. Das Hackfleisch, das dünsten wir jetzt so lange an, bis es richtig krümelig wird. Also das heißt, es müssen alle Seiten rundherum angebraten sein und wenn es so ein bisschen Röstaroma kriegt, dann ist das für das Chili nachher hervorragend. Wenn das Hackfleisch fertig ist, wäre die nächste Schritte sein, dass wir die Spitzpaprika und die Peperoni dann die Chili dann reinmache und das Ganze mit Tomatensoße ablösche. Das darf dann
Ja, wenn die Paprika und die Tomate drin sind, dann darf das ungefähr eine Stunde lang vor sich hinköcheln, bevor dann der nächste Schritt kommt und die Kidneybohne reinkommt und die dann auch nochmal eine halbe Stunde mitkoche. So, die Paprika schneiden wir die Sturmkinder ab. Dann können wir mal so die Hälfte aufschneiden. Und dann kann man gucken, ob der Körner drin ist und dann einfach. Jetzt kommt ein Stück Eiweiß raus. Jetzt machen wir den Deckel drauf und lassen das einfach eine Weile vor sich köcheln. So, jetzt ist dann der Moment gekommen, wo wir auch noch die Gewürze dran machen können. Also der Zimt, geben wir mal den Zimt bitte. So, da kochen wir jetzt einfach eine Zimtstange. Die kochen wir jetzt mit. Dann machen wir noch ein bisschen Salz dran. So. Vom Paprika sind wir mal vorsichtig, damit es nicht zu scharf wird. Machen wir noch mal ein bisschen dran. So. Das können wir nachher dann immer noch schärfer machen, wenn wir wollen. Und vom Pfeffer brauchen wir noch. So, das Hackfleisch mit Tomate und Paprika hat jetzt lang genug gekocht. Was kommt als nächstes rein? Die Bohnen. Die Bohnen kommen rein, genau. Unsere zwei Büchse Bohnen, die machen wir da rein. Und dazu machen wir die jetzt auf und gieße das Saft erstmal ab. Und schütte einfach mal den Saft ab. Bohnen rein, alle. Machen wir schon mal. So, jetzt ist alles drin im Chili, was reingehört. Und wie lange muss es jetzt noch kochen? Nee, eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde reicht. Wobei man sagt, das Chili ist, wenn ich es heute gekocht habe, natürlich sehr lecker. Aber wenn ich es dann morgen nochmal aufkoche, dann ist es noch leckerer. Und am dritten Tag schmeckt es eigentlich am allerbesten. Also kann man ruhig, Chili kann man in große Portionen kochen. Das macht auch am meisten Spaß, wenn viel im Topf ist. Und dann einfach die nächsten zwei, drei Tage immer wieder aufwärmen. Das Chili wird nur besser.
jetzt einfach noch mal eine Weile was hinköcheln. So, der Tim und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Unser Chili ist jetzt eigentlich so gut wie fertig. Wie gesagt, es kann nur besser wäre jetzt noch. Wir haben so die erste Portion haben wir schon probiert. Und jetzt werden wir dann langsam unsere Familie rufen müssen, dass die auch was zu essen kriegen und wir nicht alles alleine essen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut, wenn wir wieder in unserer Jotte was für euch kochen. Abonniert einfach unseren Kanal, dann habt ihr alle Informationen von Jodeland zeitnah, einfach seid ihr die Erste, die unsere Videos kriegen und unsere ganzen Infos, die wir so zu verteilen haben. Ansonsten, wie gesagt, wir wünschen euch einen schönen Abend, guten Appetit und nochmal Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss! Tschüss!